Ihr Söhne von Schottland! Ich bin William Wallace! William Wallace ist 2 Meter groß! Ja, habe ich gehört. Er kann Männer zu Hunderten umbringen. Und wenn er bei uns wäre, hätte er den Feind schon lange mit Feuerbällen aus seinen Augen verzehrt. Und mit Blitzschlägen aus seinem Arsch. Ich bin William Wallace. Und ich sehe hier eine ganze Armee meiner Landsleute vor mir, die sich der Feigentyrannei widersetzen. Ihr kommt, um als freie Männer zu kämpfen. Und freie Männer seid ihr alle. Was würdet ihr tun ohne Freiheit? Wollt ihr kämpfen? Nein, es hat gegen die da? Nein, wir laufen davon und überleben. Genau. Oh ja, kämpft und ihr sterbt vielleicht. Flieht und ihr lebt. Wenigstens eine Weile. Und wenn ihr dann in vielen Jahren sterbend in eurem Bett liegt, wärt ihr dann nicht bereit, jede Stunde einzutauschen von heute bis auf jeden Tag, um einmal nur, ein einziges Mal nur, wieder hier stehen zu dürfen, um unseren Feinden zuzurufen, ja, sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit! So, grüß euch, da ist der Jack Daniels. Wir haben heute Donnerstag, aber es ist Samstag. Weil ich mir noch, da habe ich echt keine Zeit mehr gehabt für irgendwas machen. Weil das Gewinnspiel habe ich auch ziemlich verhaut, sagen wir. Sagen wir so. Zum Gewinnspiel werde ich nachher ein Video noch machen, da muss ich was loswerden oder werde ich was machen mit dem Gewinnspiel. Aber ist ja wurscht, jetzt haben wir bei Review Entertainment, bei einem Review, und ich mir einen Film heute vorgenommen. Der, an das, ich glaube, wenn die da rantraut, einfach so. Ich weiß nicht, um dem Film gerecht zu werden, denn die haben einfach ein Meisterwerk von mir da liegen. Und das ist einfach, das gehört gewürdigt und geehrt. Und ich bin auch froh, dass diese Edition rausgekommen ist, nämlich von Braveheart, die Jubiläumsedition. Zwar die Limited Edition. Und das Cover schaut nicht schlecht aus, aber leider ist da vorne ein Plachema drauf, aber das ist in dem Fall nicht so schlimm, aber eigentlich ist es schon schlimm, weil das einfach die schöne Cover und den super Film einfach irgendwie verhunzt, das zieht mir an. Die Jubiläumsausgabe, die hat glaube ich viele YouTuber da haben, was ich gesehen habe schon. Und ja, es ist einfach Braveheart. Zu dem Film muss man glaube ich nicht viel sagen. Eben hinten die Bilder drauf. Dann noch das Schwert von William Wallace, was ich auch schon in der Hand gehabt habe. Also nicht das Originale, aber auch nachmache. 1:1 und das war ein extremes Schwert, echt wirklich. Schönes Schwert, groß und ziemlich schwer. Der Film geht 171 Minuten. Sonderausstattung hat da seine 2 DVDs, Audiokommentar von Mel Gibson, das habe ich mir schon teilweise angeguckt. Aber er redet nicht wirklich viel dazu, weil der Film ja ziemlich lang dauert. Dann die Erzählung um William Wallace, weil William Wallace hat es ja wirklich gegeben. Der Schaffungsprozess eines Autors, von Randall Wallace. Alba Gubrat, die Entstehung von Braveheart, 7 frühe Interviews mit der Setzung von Braveheart, Fotomontage. Ich werde nicht zu lang reden über den Film, nämlich ich werde nämlich eine Anfangssequenz drin gehabt. Und ich werde noch ein paar Impressionen zum Schluss zeigen von dem Film. Auf jeden Fall ist der Film von 1995, hat 5 Oscars gewonnen, zu Recht. Wenn ich schon mal das neu ausschaut. Da ist eben so ein Pappschuber drinnen. Das sind zwei DVDs, Bonusmaterial und Hauptfilm. Das Einzige, was ich schade finde, dass da kein Buckler dabei ist, das finde ich ein bisschen traurig, aber sonst trotzdem eine schöne Aufmache. Hinten sieht man auch noch so eine Schlacht. Ich weiß nicht, welche Schlacht das ist. Was kann ich viel über Braveheart sagen? Erstens muss ich am Anfang bei den Fakten. Also William Wallace hat sie wirklich gegeben. Nur weiß man nicht so viel über den, jetzt sind genau, auf jeden Fall sind in Schottland, stehen überall in Land verteilt Statuen von William Wallace. Und wenn man einen Schotten fragt, jetzt, wer William Wallace war, was sie dazu sagen können, sagen sie einfach nur, das war der größte Held und das ist einfach der Held schlechthin für diese Nation. Denn der hat damals gelebt im 12. und 13. Jahrhundert Robert de Bruce war eben der König. Und das war eigentlich der Wegfindung von Robert de Bruce zum König. Wo er, der gelebt und der hat miterlebt die Zeit. Und viele sagen, man weiß es bis heute noch nicht, ob die jetzt zum Zusammengangs gekämpft haben oder nicht. Weil angeblich heißt es ja,
dass der Robert Bruce den William Wallace verraten hat, damit er die Königskrone erreicht. Weil damals war es ja so, dass da die Adeligen, das waren so wie heute die Politiker, die haben sich alle immer zusammengetan. Und die Adeligen waren alles ein bisschen falsche Hund. Die haben da Länder im Kopf gehabt, Reichtümer und eben Burgen und Schlösser und sowas. Das hat aber den William Wallace alles nicht interessiert. Der wollte einfach nur seine Freiheit haben, der wollte Schottland haben, befreit von Engländern. Und jetzt der fünf Funktionen, man sieht den William Wallace, wer jung war, da hat es auch noch einen König gegeben in Schottland. Und sagt, ich weiß jetzt nicht, wie der König geheißen hat, war ich so wurscht jetzt. Der ist eben gestorben. Und zu der Zeit sind die Engländer auch aufmerksam geworden auf Schottland. Da hat es auch viele Streitereien gegeben, jetzt wer die Krone kriegt und den Hofen und so weiter. Und nach einer gewissen Zeit wollten sich die Engländer das mit Gewalt holen. Und der Film fängt auch damit an, dass man William Wallace eben als kleinen Buben sieht. Sein Vater stirbt, er wächst auf bei seinem Onkel nachher. Der lehrt ihm alles über Mut und Ehre und so weiter. Und dann lernt er ihm das Kämpfen. Und da sieht man, wie er aufwächst, dann ist er erwachsen Mann. Dann verliebt er sich in irgendeiner, man sieht ja bei der Beerdigung von seinem Vater, dass da ein kleines Mädchen dort war, was ihm noch eine Blume überreicht. Jahre später, wo sie erwachsen sind, kommt er mit ihr noch zusammen. Er verliebt sich in die Frau, ist eine schöne Frau, ehrlich gesagt. Und er möchte nur seinen Frieden haben und der glücklich werden mit dieser Frau. Da soll es auch anders sein. König Edward der Erste, das ist der Rauhold, der König von England eben, der will unbedingt Schottland haben. Und denkt, es hat so einige Außenposten in den ganzen Highlands, in den ganzen Dörfern und so, wo die Engländer stationiert sind. Und bei einem davon ist halt seine Frau, die wird umgebracht, weil sie ihn einfach umbringen. Ja, weil sie es einfach umbringen. Er rächt sich natürlich dafür, bringt da ein paar Leute um davon an. Und ja, so fängt das Ganze an, der ganze Schaffungsprozess von William Wallace, wie er aufsteckt und zum Kriegsführer wird und überhaupt zum Schutzpatron von Schottland. Das war wirklich so. Also, das mit seiner Frau, man weiß nicht, ob sie wirklich existiert hat, das ist alles jetzt nur für einen Film so gewesen. Aber trotzdem. Und so schließen sich immer mehr Leute ihm an. Und da kommen halt die großen Schlachten. Damals war es auch so, dass der William Wallace der Erste war. Der war so eine Überzahl, übermächtige Armee von England, der Kavallerie, berittene Bogenschützen, der hat sich einfach niedergemacht. Das war der Erste, der eine größere, zollmäßig überlegene Armee niedergemetzelt hat. Was ja schon sehr beeindruckend war. Und das ist auch sehr beeindruckend, wenn wir rüberkommen. Die Schlachtszenen sind einfach brachial, die sind einfach cool. Das ist ein episches Meisterwerk, wenn ich nicht übertreibe. Brutal, so wie es eben sich gehört. Mir gibt es noch die Regie geführt in den Film und Hauptdarsteller. Der hat auch schon ganze Arbeit geleistet. Auch so, die ganzen Charaktere in dem Film super ausgearbeitet. Die Geschichte hat einfach ein Gefühl fürs Feinfühlige. Der Film ist sehr schön, berührt. Er hat mich sehr berührt, der Film. Was soll ich dazu sagen? Ja, die Settings, die schottischen Highlands perfekt eingefangen. Die Musik dazu ein Traum. Die Musik echt, da kriegt man Gänsehaut. Der Film hat auch einige der besten Sätze der Filmgeschichte, wie ich finde. Ich habe es ja schon bei dem Fußball gesehen. Das ist einfach für mich in meinen Augen ein Meisterwerk. Alles in dem Film ist ein Meisterwerk. Jeder hat es perfekt gemacht, das sind bis ans Äußerste gegangen, um einen Film zu schaffen, das einfach als Epos und als Klassiker eingeht heute. Und Gladiator kommt da nicht so weit zu dem Film. Obwohl Gladiator ein schlecht ist, aber Braveheart trifft einfach alles, das schafft einfach jeder. Das ist für mich einfach ein Meisterwerk und der hat von mir 100 Oscars auch gekriegt, wenn es so vergeben würde. Aber ist ja wurscht. Jedenfalls für mich Braveheart, einer der besten Filme aller Zeiten. Gibt es mir natürlich eine 10 von 10, gibt keinen Minuspunkt, der Film wird nie langweilig. Wenn er nicht gerade actionreich ist, ist er lustig oder er ist traurig. Aber das ist so extrem, dass es einfach unter die Haut geht. Und das ist einfach ein Film, den muss man einfach gesehen haben. Aber wenn man kein Film von ist, aber das ist ein Film, den muss man einfach gesehen haben. Und für mich ist das 10 von 10 wert, weil da gibt es keine Kritikpunkte bei dem Film. Das war's von mir. Ich werde jetzt noch ein paar Impressionen, oder wie sagt man dazu, ein paar Eindrücke von Braveheart sehen. Und ja, wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Führt euch noch an.